Willkommen und schön, dass du da bist. Wir wollen uns heute als erstes mal die Änderungen im Battle Pass angucken, beziehungsweise im Ablauf des Battle Passes. Und danach schauen wir uns an, was es alles Neues gibt für uns im Battle Pass. Zu den Änderungen ist Folgendes zu sagen: Ihr bekommt jetzt nicht mehr alle 24 Stunden neue Herausforderungen, sondern ihr bekommt Herausforderungen, die für 7 Tage gelten. Und ich habe schon ein bisschen hier mal einfach auch getestet, wie das Ganze funktioniert. Also meiner Meinung nach waren da jetzt noch kleinere Fehler dabei, dass er manchmal etwas nicht gezeigt hat. Auf jeden Fall bekommt ihr hier für die Erledigung so einer Herausforderung entsprechend mehr Punkte, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und ihr bekommt Punkte für alles, was ihr, sei es jetzt oder für fast alles, was ihr tut. Sei es, ihr erntet Materialien, ihr baut irgendwelche Dinge, ihr tötet Feinde. Für all diese Dinge bekommt ihr extra Punkte. Und diese Punkte könnt ihr, also oder den Punktefortschritt könnt ihr auch hier oben immer sehen. Ich hatte zum Beispiel hier 75. Und habe dann so circa, ich sag mal, 10 Spinnen getötet und bin dann auf 95 gekommen. Bei diesen normalen Spinnen waren das ungefähr jeweils 5 Punkte, denke ich. Aber wie die genaue Punkteverteilung ist, das können wir aktuell so noch nicht sagen. Entweder gibt es dann nochmal eine Info zu von Funcom oder wir müssen es halt in Ruhe ausprobieren. So, dann lass uns jetzt mal den Battle Pass angucken, was uns dort erwartet. Der aktuelle Battle Pass steht ganz unter dem Zeichen der Zingarana und uns erwarten wirklich viele schöne Rüstungen, Dekoartikel und noch auch etwas Besonderes, etwas, was wir so noch nicht hatten, nämlich neue Bauelemente. Also, wir haben hier als erstmal diese Rüstung. Das Ganze geht so ein bisschen Richtung Ritter und Ritterrüstungen. Die entsprechenden Embleme. Ein Waffenregal. Ja, die Chromcoins. Dann hier ein sehr schöner Teppich. Ein Degen für unseren Ritter. Standfackel. Belagerungsstein, ein schönes neues Bett, wieder die Chromcoins. Dann haben wir hier ein Wandbild mit einem Stier, finde ich sehr schön zum Beispiel. Dann ein zingaranisches Soldatenzelt. Leider viel zu selten. Eigentlich hat man Gelegenheit, mal mit Zelten etwas zu bauen. Das wäre mal eine Überlegung wert. Und hier geht es jetzt los mit diesen neuen Bauelementen. Hier haben wir einmal das Fundament. Dann wieder einmal Embleme. Und hier das nächste Bauelement. Das ist so ein bisschen vom Design her grob oder auch davon, wie das Ganze aufgebaut ist, vom System her. Erinnert das natürlich sehr stark an das Aesir-Bauset. Chromcoins, ein Gobelin, eine schicke Truhe. Dann ein zingaranischer Sattel mit Kuhhörnern. Ja, warum nicht? Ein Token. Ein Schild für den Ritter oder für die Söldner, wieder Chromcoins. Dann hier ein Boden-Tattoo, wieder ein Schwert, diesmal ein Großschwert. Schicke Sachen auch für ein Transmog, ne? Dann haben wir hier das Soldatenbett. Das müsste schon mal geflickt werden, wie es ausschaut. Ja, Sternmetallgeschosse für die neuen Ballisten. Dann das zingaranische Emblem, Chromcoins, ein schicker runder Teppich. Und das nächste Bauelement, das Eckelement für die Befestigungsanlagen. Dann wieder hier der Stier als Emblem. En garde, ein Stoßdegenbewegung, ein neues Emote. Dann hier Chromcoins, ein Gobelin,
eine, wie ich finde, ein schickes großes Lagerfeuer. Bin mal gespannt, wie groß das ist. Ein Tisch. Auch so mit diesen ganzen schönen Verzierungen dran, finde ich ziemlich klasse, muss ich sagen. Kostenlos gibt es dann ein Token. Das ist ja sehr spanisch. Also die Zingaraner sind offensichtlich Spanier. Oder so aus der Richtung zumindest. Speer. Chromcoins. Noch ein schickes Zelt. Und diesmal vom Söldner Hauptmann. Klasse, ja. Auch wieder hier mit den Stierköpfen und so. Sehr schön. Wieder ein Bodenbild. Ein Holzblock für die Deko. Wieder ein Belagerungsstein. Dann haben wir hier den Befehlstisch, den Schreibtisch und ein weiteres Bauelement. Also auch das, finde ich, haben sie wirklich schön gemacht mit diesen leichten Verzierungen. Esia ist ja sehr schlicht und hier gibt es jetzt mal ein bisschen mehr Design dabei. Das finde ich schon ganz gut. Die Chromcoins, dann ein Emote für das nächste Drama von Shakespeare, das aufgeführt wird. Dann haben wir hier das Tor, den Lagertorrahmen, ja, für das neue Bauset. Den schicken Hund hier, den Wachhund, er schaut schon ein bisschen grimmig aus. Also ein Schoßhündchen ist es definitiv nicht. Eine Kompassrose als Bodentattoo, nochmal ein Emblem, die Chromcoins, ein weiterer Wandbehang, eine Söldneraxt, eine Bank, ein Clan-Emblem und hier ist die Tür zu diesem neuen Bauset. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon, dass das jetzt nicht unbedingt im Bazaar erscheint, sondern dass die Teile hier im Battle Pass erscheinen. Mir persönlich gefällt diese Idee ganz gut, weil alleine schon mit den Teilen, die man hier im Bazaar hat, kann man natürlich schon einiges anfangen beim Bauen. Klar, es fehlen noch Innenwände und so weiter, aber ich finde, das ist eine ganz gute Idee. Chromcoins und noch ein Token und zum Schluss gibt es noch eine schicke Rüstung für den Hauptmann der zingaranischen Söldner. Also die Ritterspiele können kommen. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in den Battle Pass hat euch gefallen. Wie gesagt, das Wichtigste sind die Änderungen, die ich euch kurz gezeigt habe natürlich. Und ja, ich finde, da sind ein paar ganz schicke Sachen auf jeden Fall dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.